Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Mass Effect 2. In der letzten Folge haben wir die Loyalitätsmission von Miranda Lawson gemacht und ihr geholfen, ihre Schwester zu retten und sogar ihre Schwester kennenzulernen. Und ich hatte euch dann auch versprochen, dass wir uns jetzt um die Shadow Broker Mission kümmern. Vorher können wir aber noch Gruppenpunkte investieren. 4 Stück, dann nehmen wir die Brandmunition. Jetzt können wir auswählen. Eine Sprengladung verteilt den Schaden der Munition beim Aufprall und kann zudem das Ziel und alle Feinde in der Nähe im Brand stecken. Nicht schlecht. Oder ihre gesamte Gruppe erhält den Effekt ihrer Brandmunition, sodass sie buchstäblich ein Kreuzfeuer aus Schmerz und Panik entfachen können. Das finde ich gut. Kreuzfeuer aus Schmerz und Panik klingt immer super. Okay. Die verlorene Tochter, ein Medaillon gefunden. Eine Asari finden, die nach einem verlorenen Medaillon sucht und es ihr geben. Okay. Das können wir. Dafür gehen wir wieder ins Kampfinformationszentrum. Hallo, hallo. Finn würde gerne mit Ihnen reden, Commander. Okay, das verschieben wir aber erstmal. Teamstatus, können wir kurz reingucken. Hier, Miranda hat jetzt das schwarze Outfit und das Rüstungsoutfit. Ja, wir nehmen mal das schwarze. So. Okay, wir können mal eben noch im Tech-Labor vorbeischauen, bevor wir losgehen. Und mal schauen. Panzerungs-Upgrades. Medigel-Kapazität. Ja. 5 von 5, das ist gut. Oh. Da kann man nichts. Schiffsverbesserungen. Ja, fehlen uns überall Rohstoffe. Da werde ich früher oder später mal noch mal ein bisschen auf Rohstoffsammlung gehen müssen. Samara möchte Sie kurz sprechen, Commander. Oh, Thane und Samara. Na wunderbar. So, wir fliegen jetzt noch mal nach Ilium. Metog Viper. Metog Locust. Ja, wunderbar. So, dann an der Concierge vorbei. Richtung Handebene. Sind Sie Quarianer oder Volus? Nö. Und haben Sie es satt, dass Sie bei Beförderung immer übergangen werden, weil Angestellte mit Exo-Anzügen diskriminiert werden? Nein, Sie verstehen nicht. Ich habe es in der Nähe des Transportterminals verloren. Man kann es nicht ersetzen. Es ist ein Geschenk von meinem Seelenverwandten. Es ist die einzige Erinnerung, die mein Kind an seinen Vater hat. Bitte, wenn Sie es finden. Nein, ich verstehe schon. Ich würde sagen, wir haben es gefunden. Entschuldigung, ich plage mich gerade mit den verdammten Reisebürokraten auf Ilium herum. Ja, aber auch keine Sorge, wir können helfen. Sollten Sie Ihnen dabei helfen, dieses Medaillon zu finden? Oh, Steven! Danke. Steve! Vielen Dank. Meine Tochter war noch klein, als er starb. Das ist ihr einziges Andenken an ihn.
Bitte nehmen Sie das. Es ist viel weniger, als ich den Bürokraten hätte zahlen müssen, um eine Suche zu veranlassen. Steven. Wie können Sie nach den Angriffen auf die Kolonien der Menschen Fertighäuser abstoßen? Okay, dann... Der Rat dachte, Blasto, der erste Spectre der Hanar... Hallo, Nixaris. Liara. Shepard, schön, Sie wiederzusehen. Ja, ne? Also, was kann ich für Sie tun? Ich würde sagen, nieder mit dem Shadow Broker. Ich weiß, dass Sie den Shadow Broker suchen. Ich habe von Cerberus die Information, wo er sich aufhält. Interessiert? Absolut, ich hatte keine Ahnung. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Sieht aus wie eine abgefangene Übermittlung zwischen Agenten des Shadow Broker. Einige Hinweise zum Standort und... Es geht um Farron. Er ist noch am Leben. Wer ist Farron? Er war ein Freund. Er hat mir geholfen, ihre Leiche dem Shadow Broker abzunehmen. Weshalb wollte der Shadow Broker meine Leiche? Er wollte sie an die Kollektoren verkaufen, aber Farron und ich haben das verhindert. Farron hat sich geopfert, um mich zu retten. Dann haben Sie mich gerettet? Und wie bin ich zu Cerberus gekommen? Nun, Sie haben mir die Informationen für Ihre Bergung gegeben. Vorher haben Sie mich mit Farron zusammengebracht. Danach habe ich sie Ihnen übergeben. Sie sagten, Sie könnten sie zurückbringen. Ja, sie hat uns gerettet. Sie haben mich vor den Kollektoren bewahrt. Ohne Sie hätte ich nicht zurückkommen können. Danke. Ich wusste nicht, wie Sie sich nach der Wiederherstellung durch Cerberus fühlen würden. Hintergangen oder... Sie haben sie zurückgebracht. Und jetzt geben Sie mir eine Chance, Farron zu finden. Nach 2 Jahren hätte ich das nicht gedacht. Hm. Aber sie und Farron standen sich wohl nahe. Schon lustig. Er hat mich mehrfach hintergangen. Er arbeitete sowohl für Cerberus als auch für den Shadow Broker. Aber am Ende hat er sich für mich geopfert. Ich schulde ihm was. Okay, dann holen wir Farron zurück. Jeder Freund von Ihnen ist auch mein Freund. Was ist der nächste Schritt? Ich weiß nicht. Vorbereitungen treffen, nachdenken. Ich gehe nach Hause. Benutzen Sie mein Terminal, wenn Sie lokale Informationen brauchen. Sind Sie okay? Ich habe 2 Jahre lang meine Rache geplant. Jetzt habe ich die Chance, eine Rettungsaktion daraus zu machen. Ich möchte helfen. Kann ich in Ihr Apartment kommen? Okay. Hoffentlich habe ich bis dahin einen Plan. Danke, Shepard. Okay. Keine weiteren Intel verfügbar. Taxi zu Liara. Dann gehen wir mal zum Taxistand. Da ist das Alarm. Sie werden nicht glauben, was gerade passiert ist. Ich habe die Daten. Fragen Sie nicht. Betrachten Sie es einfach als Geschenk. Er freut sich, dass wir die Daten für ihn haben. Fach die Damen. Ich meinte doch nicht... Okay, pass auf. Ich sehe mir den Vertrag nochmal an. Vielleicht muss man das Zeug neu klassifizieren. Vergiss es. Mach doch, was du willst. Hast du die Sternenkarten bekommen? Ja, allerdings musste ich mich dabei mit Irinia befassen. Ja. Ich brauche jetzt erstmal eine Dusche. Navigationskarten. Okay, was kosten die? 500? Ja, kaufen wir. 2000 Credits haben wir gerade noch so übrig. Was hast du erwartet? Sie ist ein Reinblut. Die sind alle so. Vertrau mir. Die Waren aus dem Terminus-System sind sehr gut fürs Geschäft. Ich weiß nicht. Einige davon kommen mit Schadenschutz.
Was ist mit dir? Mit. Willst du zur Spezialeinheit? Erinnerung an Ilium. Sie liebt ihren Garten. Wir könnten einen Teich anlegen. Nehmen wir. Okay, dann. Ich meine nur, wir sind hier, um Waffen zu kaufen. Solltest du das nicht etwas ernster nehmen? Hey, okay, hör zu. Du erstattest Zeigs alles zurück. Hast du verstanden? Er weiß es. Keine Ahnung woher. Ist auch egal. Erstatte ihm sofort alles zurück. Und dann bring deinen Arsch in Sicherheit. Yaras Apartment. Los geht's. Schauen wir mal, wie Liara so wohnt. Wahrscheinlich nicht schlecht, wenn sie so eine gute Informationshändlerin ist. Also Garrus nehmen wir auf jeden Fall mit, weil ja, der ja noch bekannt ist mit Liara. Und wir nehmen Samara mit, die ist eigentlich immer gut einsetzbar. Oha. Alle Spuren und Proben versiegeln und dann ab ins Labor. Mehrere Schüsse wurden abgefeuert. Ja, die Techs kämmen jetzt hier alles durch. Zentrale, diese Leitung ist nicht sicher. Schalte um auf kodierte Verbindung. Was geht hier vor? Der Tatort ist abgesperrt. Treten Sie bitte zurück, Ma'am. Abgesperrt? Warum? Jemand hat versucht, Ihre Freundin zu töten, Commander Shepard. Danke, Officer. Ihre Leute können gehen. Das können Sie nicht machen. Ist bereits geschehen. Tela Vassir, Special Tactics und Recon. Ein Spectre? Ich habe gehört, Ihr Status wurde reaktiviert. Gut. Sie sind eine unserer berühmtesten Agentinnen. Vielleicht lasse ich mir von Ihnen ein Autogramm auf meine Brustplatte geben. Ich nehme an, Sie hatten heute Abend etwas mit Ihrer Freundin zu besprechen, Commander. Liara ging einem Hinweis auf den Shadow Broker nach. Den Shadow Broker? Ein gefährlicher Feind. Was sind die Fakten bis jetzt? Vor etwa 25 Minuten hat jemand auf Tissoni geschossen. Man beachte die Einschusslöcher. Sie war danach noch etwa 4 Minuten hier und verließ dann das Gebäude. Sie muss etwas Wichtiges erledigt haben. Okay. Ort? Wenn Liara nicht hier ist, wo ist sie dann? Wenn ich das wüsste, würde ich ihren Kram nicht durchsuchen. Es gibt kein Blut, keine Leiche. Sieht aus, als wäre Tissoni entkommen. Der Scharfschütze hatte nicht mit ihrer kinetischen Barriere gerechnet. Cleveres Mädchen. Paranoid. Aber clever. Tja, so ist sie. Was hat's mit den Ermittlungen auf sich? Hat die Polizei bei ihrer Ankunft irgendwas gefunden? Nur die Unordnung. Und ich habe ihnen einen goldenen Stern verliehen, weil sie die Einschusslöcher gefunden haben. Liara hat mich erwartet. Sie muss eine Nachricht hinterlassen haben. Ihr Büro war nicht sicher. Das überrascht mich nicht. Ilium ist wie Omega. Nur die Schuhe sind teurer. Ich habe noch nichts gefunden, um sie ausfindig zu machen. Sie kennt Tissoni besser als ich. Wo könnte sie ihre Backups versteckt haben? Ich sehe mich mal um. Okay, wir schauen. Meine Panzerung? Ein Teil meiner alten Panzerung. Da hat sie jemand aber nicht besonders gemocht. Das stimmt wohl. Das Gewehr war mit Sicherheit kein Standardmodell. Die kinetische Barriere hat die Schüsse abgewehrt. Aber sie konnten das Glas dennoch durchdringen. Man kann doch bestimmt ausmachen, von wo geschossen worden ist, oder? Das ist nicht die Heimatwelt der Asari. Ich bin nicht sicher, welcher Planet das ist. Es ist Ilos. Ja, Ilos kennen wir noch. Irgendwas in der Küche? Nö. Eine große Küche. 2 Gläser. Sie hatte Besuch. Ja.
Sonst ist nichts hier für das Bild. Das Bild hat sich bei ihrer Berührung verändert. Es ist auf ihre ID eingestellt. Was zeigt es jetzt? Eine proteanische Ausgrabungsstätte. Liara hat eine Nachricht hinterlassen. Es gibt einige proteanisch aussehende Objekte in dem Apartment. Dann wollen wir doch mal sehen. Okay. Diese Dinger müssen ein Vermögen wert sein. Ah, Abschlusszeugnis. Eine Promotionsurkunde der Universität von Ceres auf Tessia. Sie macht wirklich das Beste aus ihrer Ausbildung. Ja. Kann man machen. Hässlichkeit war anscheinend ihr Ding. Hier? Oh. Was hier? Ich habe hier was. Backup-Disk. Versuchen wir es auf ihrem Terminal. Sie hat anscheinend einen Anruf aufgezeichnet. Was haben Sie für mich, Sekat? Es war schwierig, aber Sie haben den Besten engagiert. Ich kann es auf einen Cluster eingrenzen. Vielleicht sogar auf ein System. Bis wann haben Sie es? Dürfte nicht lange dauern. Kommen Sie in mein Büro. Barrier Frontiers, im Dracon Handelszentrum. Ich muss allerdings sagen, Tissoni, Sie machen mich ein wenig nervös. Wie viel Ärger kann ich durch das alles kriegen? Ganz ruhig, Sekat. Wir sehen uns in ein paar Stunden. Okay. Es muss wichtig sein. Die Männer des Shadow Broker haben bereits einmal versucht, sie umzubringen. Ich weiß, wo das Dracon Handelszentrum ist. Mein Wagen steht draußen. Dann los. Da ist immer ja. Goldener Wagen. So. Die Büros von Barrier Frontiers sind im dritten Stock. Ich höre keine Funksprüche der Polizei. Wir haben die Party wohl verpasst. Liara ist da drin! Runter! Ach du Scheiße. Sie haben 3 Stockwerke gesprengt, um ihren Tod sicherzustellen. Ich nehme der Skycar und schotte das Gebäude nach oben ab. Ich fange hier unten an und arbeite mich nach oben durch. Lassen Sie mir ein paar übrig. Oh, Scheiße, ey. Sprengen die einfach mal das halbe Gebäude. Das nur, um Liara zu töten. Das ist ganz schön übel. Eine Bombe? Was ist passiert? Wer sind Sie? Was geht hier vor? Oh, shit, ey. Bitte verlassen die Gebäude das Gebäude. Notstrom aktiviert. Fahrstuhl benutzen. Was hier? Die Fahrstühle sind außer Betrieb und das Sicherheitssystem des Gebäudes auch. Kein Alarm, keine Polizei. Sehr professionell. Dient der Industrie seit über 120 Jahren und ist stolz darauf, die Heimat der geschäftlichen Elite von Ilium zu sein. Okay, das ist ein Geld. Ein Angestellter von Barrier Frontiers ist wohl mitten in die Explosion geraten. Ich würde nicht darauf wetten, dass Tissonis Informant das überlebt hat. Einer. Da ist keiner drin. Gut. Kamen aus dem Raum.
gelegt. Alle umgebracht. Was? Habe hier ein Todesopfer. Offensichtlich Schusswunden. Seien Sie vorsichtig, Vasir. Die hatten militärische Ausrüstung. Schusswunden? Dann war das wohl mehr als nur eine Explosion. Hm, ach was. Okay. Es geht im Leben nicht ums Ankommen, sondern darum, was unterwegs passiert. Eigentlich so ist jedes Fahrzeug eine Insel der Eleganz. Exolar Shipping ist das führende Unternehmen in Sachen Ressourcenlogistik und Verwaltung. Ja gut, wir hätten noch den Geldautomaten. Bezahlbare und effiziente Lösungen für all ihre Speditionsbedürfnisse zu bieten. Exolar Shipping, überall öffentlich. So. Da gibt's nochmal Kohle. Und da liegt eine Bombe. Was hier? Ich habe einen militärischen Sprengsatz gefunden. Er ist nicht scharf. Schlampige Arbeit. So etwas benutzt man, wenn man keine Zeit zum Planen hat. Okay. Logbuch. Was hier? Ich bin im Büro von Barrier Frontiers. Liara hat sich erst vor ein paar Minuten eingetragen. Verstanden. Das heißt, könnte noch hier sein. Wir führen Sie zu grenzenlosen Möglichkeiten. Ziel nach vorne. Alter. Verlasse dich. Was hier? Ich bin festgenagelt. Söldner, ziemlich gut bewaffnet. Begrüßen Sie die Privatarmee des Shadow Broker, Commander. Das müsste Sie auskämpfen. Sogar wenn man in Deckung ist. Oh, Alter. Ich halte sie fest. Okay. Feuer, jetzt wird's hell. Sichtkontakt.
drin vor. Was hier? Diese beschädigten Rohre brennen. Sie blockieren die Treppe. Suchen Sie einen Schalter für die Sprinklersysteme. Den hier zum Beispiel? Erledigt. Jetzt müsste es gehen. Gut, ich bin auf dem Weg nach unten. Hm. Ups. Verzeihung. So, weiter. Blender im Einsatz. Nee, das ist gut. Damit lässt sich was anfangen. Schwere Pistole, Schaden. Ist doch gut. Und nochmal Credits. Oh. Mann. Ein paar Sekunden früher und ich hätte sie aufhalten können. Ist das Sekat? Muss es wohl. Kein Hinweis auf die Daten, von denen Liara sprach. Sieht aus wie eine Sackgasse. Ach, übrigens, haben Sie die Leiche Ihrer Freundin gefunden? Meinen Sie diese Leiche? Okay. Liara, das ist Vasir. Sie ist ein Spectre. Das ist die Frau, die mich umbringen wollte. Sie hatten einen harten Tag. Ich lasse das mal durchgehen. Warum senken Sie nicht Ihre Waffe? Ich habe Sie gesehen. Ich bin danach wieder zurückgekommen. Sie sind in mein Apartment eingebrochen. Okay. Sie wussten nicht, wo Liara war, weil sie die Nachricht versteckt hat. Ich musste sie für Sie finden. Danke für die Hilfe. Sobald sie meinen Aufenthaltsort hatte, hat sie die Männer der Shadow Broker verständigt. Die haben das Gebäude gesprengt, um mich auszuschalten. Sie hat Sekat gefunden, seine Daten genommen und ihn getötet. Sie hat die Disk vermutlich noch bei sich. Gut geraten. Auch wenn sie nie sehen werden, was drauf ist. Rein, Blutschlampe! Hier mächtig verarscht. Ja, wir werden die Verfolgung allerdings dann erst in der nächsten Folge aufnehmen. Das würde jetzt noch zu lange dauern, weil das jetzt sich noch sehr lange hinziehen würde. Und dann wären wir weit, weit über unsere halbe Stunde.
darum hoffe ich, dass wir uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wiedersehen und ja, wir dann gemeinsam was hier stellen und dem Shadow Broker weiter auf die Schliche kommen. Vielen Dank fürs Einschalten heute und bis zum nächsten Mal. Ciao.